Moin, Paul und Stefan hier von der Waldwerker. Ja, da ihr ja nun wisst, welche Ausrüstung wir so in unseren Rucksäcken tragen, dachten wir, wir stellen mal ganz kurz unsere Klamotten vor, die sich für uns bewährt haben. Ich trage von oben nach unten einen Wollfilzhut Stetson Modell Rutherford, wenn mich nicht alles täuscht. Auch hier, wenn es mal richtig kalt ist, kann ich das schön über die Ohren ziehen. Ja, absolut wasserdicht, das Zeug hat sich echt bewährt, trage ich gerne. Ja, Rough Stuff, mittlerweile, ich glaube, Petromax, Jacke, auch Wolle, also Loden. Ich habe keine Regenjacke, ich trage die Sommer wie Winter, das ist absolut genial. Ja, in den Taschen eine Blues Harp. Ah, danke an Tatze. mein Autoschlüssel. Ja, was habe ich hier noch so? Nix. Ah, die Jacke ist auch schon ein bisschen in die Jahre gekommen. Man sieht's, da hat gerade der Schlüssel durchgeguckt. Ein paar Löcher hat sie schon bekommen. Wie gesagt, ich trage die schon Jahre. Hat sich echt bezahlt gemacht. Wie ist das bei Regen, Paul? Ja, geht durch, ne? Das ist so. Aber da ich Wolle trage, wärmt das auch, wenn es nass ist. Hier drunter ein Hansetroja, blauer Peter. Ich schwöre auf das Ding, echt. Waren die Ellenbogen mal durch, habe ich mal flicken lassen. Tolle Jacke, toller Troja. Schöner Pullover. Hose habe ich die Leo Köhler. Ist das? Also ein Bundeswehr-Nachbau. Baumwollehose, top. Ein stabiles Gürtelmesser. Da habe ich das Condor Toki. Ich mag Condor-Messer, echt. Gute Messer, fairer Preis. Mit ein bisschen Zunder, ein bisschen Kienspan. Ja. Ein kleines, danke an meinen Bruder, Victorinox. Und noch so ein Mini-Big-Feuerzeug. Bisschen Schnur, Feuerstahl. Hier, Olight, Taschenlampe. Auch ein bisschen Kienspan, danke an Stefan. Kleinen Karabiner. Das hier ist das Condor Ötzi. Ich liebe es einfach. Ich mag es sehr. Das ist ein schönes kleines Messer. Ja. Das ist so zum Schnitzen für feine Arbeiten. Ist schon toll. So ein Schaber hier, um den Feuerstahl dann anzureißen. Ein Wildo-Feuerstahl noch. Auch schon ein bisschen länger Gebrauch. Gürtel, der dienstlich gelieferte, seit 2001. Den trage ich fast täglich. Es ist einfach ein toller Gürtel. In der Tasche, Tabakbeutel. Habe ich mir mal was gegönnt, echt. Helikontex. Ein paar Lederhandschuhe. Kann ich jedem empfehlen, Lederhandschuhe. Immer gut. In der Hosentasche. Ach, so einen tragbaren Aschenbecher. Schmeißt eure Kippen nicht in Walde. Feuerzeug. Sehr gut. Hier haben wir gerade ein bisschen Harz gesammelt. Damit machen wir gleich noch ein kleines Projekt. Ein T-Shirt habe ich noch drunter. Ein ganz einfaches Baumwoll-T-Shirt. Mhm. Einen Baumwoll-Schlüppi. Mann, ne? Socken habe ich an die, auch so Merino-Socken sind das, Merino-Wolle, Wandersocken. Stiefel, gut und günstig, das sind Miltec-Stiefel, das ist irgendwie dieser amerikanische Kampfstiefel-Nachbau. Ah, siehst du, Schnur. Schnürsenkel hast du. Ja, die habe ich mal erneuert. Aber sehr dankbare Stiefel, wirklich. Ganz wenig Pflege bekommen und ja, schon echt weite Touren mit gemacht. Jo, das ist so das Zeug, was ich anhabe. Uhr. Garmin Instinct Solar heißt die. So ein bisschen mit allem Schnickischnack, ein bisschen Kompass, ein bisschen Temperatur, ein bisschen Spielkram. Ja, das ist das, was ich so draußen trage. Bei 2 Grad? Nein, heute Nacht 2 Grad. Also jetzt haben wir 5, denke ich, oder so. Scheiß Wetter. Wir genießen die zweite Nacht und habe die Ehre. Bleibt stabil.